Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin eure Lara und wir sind heute bei Tutorial Nummer 3. Wir sind hier im Client, in einem Practice Tool und ich möchte euch auch mal zeigen, wie man das startet. Also ich bin in das Practice Tool reingegangen und habe mir jetzt hier Caitlyn als Gegner ausgesucht, ein bisschen stärker, weil sonst macht das ja keinen Sinn, wenn ich gegenpush. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erklären über die wichtigste Sache für den Anfänger in-game. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu den in-game-Mechanics. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt die Zeit, einen Champion auszuwählen. Ich nehme hier Caitlyn. Ich nehme jetzt einfach mal TP mit. Vielleicht brauchen wir es ja. Was weiß ich. Spiel mit Fleet Footwork. Und let's go. Jetzt lädt das Ganze und wir starten gleich in-game weiter. Ich muss natürlich wechseln die Szene. Und da macht es das Ganze auch. Reforce ist auch am Start, da brauchen wir diesmal nicht. Wir nehmen das über OBS auf. Und kurz für euch zur Info. Erst einmal, jeder hat zu Beginn des Spiels, habt ihr vielleicht schon gesehen, 500 Gold. Hier seht ihr es auch eingeblendet, 500 Gold. Ihr könnt das Gold solltet ihr investieren, denn das macht euch stärker. Ihr habt hier Base-Werte. Und diese Base-Werte könnt ihr modifizieren, indem ihr euch Items kauft. Schauen wir uns mal die empfohlenen Gegenstände an. Dorans Blade zum Beispiel, also am Anfang kauft ihr diese Starting-Items. Das wird euch als erstes empfohlen, es bringt mir 8 Attack-Damage. Und ihr habt vielleicht auch gesehen, hier. Das geht auch nach oben. Und dann noch eine Health Potion. Das ist einfach da, um euch wieder aufzufüllen. Ich TP mich jetzt einfach mal auf die Lane, um nicht hinlaufen zu müssen. Ich spiele jetzt Caitlyn. Warum? Weil bei Caitlyn kann man das wunderbar zeigen. Es geht um das Wichtigste. Und zwar, wie komme ich effektiv an Gold ran? Das gilt jetzt nur für die Laner, die farmen. Also da ist jetzt einfach mal Support und Jungle ausgenommen. Gut, im Jungle müsst ihr halt auch diese Camps farmen. Und das könnt ihr easy machen, das ist ja nicht schwer. Wenn ihr die Camps habt, dann killt ihr die. Aber ich werde nochmal ein Jungle-Info-Video machen. Auf jeden Fall, das Effektivste, um an Gold ranzukommen, ist die Minions zu killen, die jetzt hier auf die Lane laufen. Also, das sind meine. Und die von der gegnerischen Basis kommen, die werde ich jetzt killen. Ich habe jetzt mal die Kuh geskillt, aber mit den Fähigkeiten, da kommen wir eh noch drauf zu sprechen. Wir müssen gegen eine Caitlyn ran. Die habe ich ausgewählt. Und wichtig ist, dass wir möglichst versuchen jetzt die Minions zu clearen. Und ihr seht, wenn ich die kille, dann bekomme ich Gold. Ich push gerade die Lane. Und jetzt sehen wir auch hier oben, ups, man kann das gar nicht pingen, mein Creep Score, also mein Minion Kills, sind 5. Also ich habe 5 Minions quasi gecleared. Jetzt solltet ihr euch sagen, kurz für euch zur Info, auf einer Wave sind immer 6 Minions. Wir haben jetzt hier 10 stehen. Jetzt fragt ihr euch 2 Waves. Das ist doch eigentlich viel mehr. Kurz zur Erklärung, wenn ich den Minion last hitte, das ist das Last Hitten, was man üben muss. Und ich habe jetzt auch schon eine gewisse Taktik gemacht, die man jetzt vielleicht auch gesehen hat. Ich habe nämlich die ersten 2 Waves hart gepusht. Und wenn ich den letzten Hit hier mache, seht ihr, bekomme ich das Gold. Ich bekomme das aber wirklich nur, wenn ich den letzten Hit mache. Den habe ich gerade so noch gekriegt. Wenn der so stirbt, also wenn die Minions... Die will es auch mal wissen. Wenn ich den letzten Hit mache, bekomme ich das Gold. Entweder durch Fähigkeiten oder durch Autos, ist scheißegal. Zum Beispiel dieser Minion ist gestorben und ich habe kein Gold bekommen. Es ist ja keine goldene Zahl, stand da drüber. Habt ihr gesehen, habe ich es wieder verkackt. Ihr könnt auch mit den Fähigkeiten last hitten. Das geht auch.
Aber mit Auto-Attacks macht gerade einfach mehr Sinn. Und deswegen halt auch dieses Dorans Blade, was ich da gekauft habe, dieses hier. Weil das gibt euch schon mal 8 Attack Damage mehr. Und das macht es euch einfacher, die Minions zu last-hitten. Kriege ich die? Ich habe kein Flash mehr. Fuck, ich habe ja schon Flash benutzt. Okay. Und es ist halt, die Minions zu last-hitten ist extrem wichtig. Wir haben jetzt schon 700 Gold und ich sage euch, um das mal so zu vergleichen, viele Low-Elo-Spieler oder Leute, die gerade angefangen haben, vor allem die, obwohl das unfair ist, das macht eigentlich fast jeder in, ich sag mal, in der unteren Hälfte von League, die rennen einfach nur auf die Gegner drauf und wollen die killen, aber das ist nicht richtig. Die Minions zu last-hitten ist ziemlich effektiv. Ein Kill bringt zwar auch ziemlich viel Gold rein, 300, um genau zu sein, aber, um das mal zu vergleichen, 300 Gold hört sich jetzt erstmal nach viel an, das ist aber so mal umgerechnet so circa 20 Minions und direkt den Storm Race anfangen auf Caitlyn. Double, ich will Crit. Und jetzt seht ihr hier die Items, die euch empfohlen wird. Und wie funktioniert das mit den Items? Ich habe jetzt ca. 1000 Gold. Ich gehe jetzt in den Shop, entweder indem ich P drücke, auf den Bison klicke oder hier unten drauf. Das geht immer. Aber ihr könnt halt nur, wenn ihr in der Base seid, könnt ihr jetzt was einkaufen. Und jetzt seht ihr eure Gegenstände. Ihr seht, das sind die Items, die ihr bauen wollt. Und ihr wollt am Anfang aber die Early Items haben. Und ich würde jetzt dann die der Reihe nach kaufen. Das kann ich mir nicht leisten. Das hier kann ich mir leisten. Und ihr seht hier schon so komische Linien. Ihr könnt ein Item, zum Beispiel wenn ich auf das klicke, das wird das erste Full-Item sein, was ihr baut. Ihr seht dieses Shard, den habe ich gerade gekauft. Und dann gibt es noch andere Items, woraus man das bauen kann. Und es lohnt sich, die Vorstufen zu bauen, um dann das zu kaufen. Früher dachte ich, es lohnt sich nicht. Das Item ist zwar billiger, aber das ist nicht so geil. Ich TP jetzt mal. Und dieses Last-Hitten ist wirklich wichtig, aber es gibt auch noch andere Sachen, die man beachten muss. Wenn ich jetzt hier mir anschaue, wenn ich jetzt unten vom Gegner unter einen Tower gezwungen werde, ich kriege die Minions nicht, das seht ihr ja. Und dafür pushe ich kurz mal die Wave ein, um das unterm gegnerischen Tower zu zeigen. Okay, ich push jetzt kurz mal die Wave ein. Also einpushen heißt einfach in den Tower rein. Ich nehme auch direkt meinen Cookie. Und jetzt gucken wir mal, dieser Minion, der wird jetzt zwei Schüsse kassieren. Ich muss die Wave härter pushen. So, gucken wir das uns jetzt mal an. Der wird jetzt zwei Schüsse kassieren und dann stirbt der. Dann wird der Cannon-Minion das tanken. Immer wenn der Cannon-Minion in Range ist, wird er das tun. Und jetzt kommt dieser Minion und... Na, fuck, man hat es jetzt auch nicht gesehen. Kriegen wir das vielleicht mal... Wir gehen mal auf eine andere Lane, wo wir keine Minions haben. Wo wir keine Caitlyn haben. Das kann man recht schwer zeigen. So, dieser Minion, diese Nahkampf-Minion, werden zwei Schüsse kassieren und dann sind sie low. Dieser Minion hat jetzt 103 Leben. Und wenn ich einen Attack mal auf so einen Minion mache... Okay, das war jetzt mein... Ja, 103. Und ich habe jetzt 86 Schaden gemacht. Wir pushen die Wave jetzt wieder ein. Es geht jetzt darum, wie farm ich effektiv unterm Tower. Der wird jetzt einen Schuss bekommen und dann sterben. Der wird jetzt zwei Schüsse kassieren. Und dann könnte man ihn last hit, weil er hat nur 45 Leben. Und die werden jetzt alle einen Attack kassieren. Aber die haben halt über 100 Leben. Und am Anfang
hat man noch nicht so viel AD-Schaden, um die Minions zu bekommen. Ich denke mal, das ist verständlich. Und da ist es recht schwer, unter dem Tower zu lasten. Gleich kommt eine Minion, obwohl die Minion Waves kommt hier sogar schon. Eine Wave besteht immer aus drei Nahkämpfern, die sind sehr tanky, und drei Fernkämpfern, die eben nicht so tanky sind. Und wie wir gesehen haben, das ist zum Beispiel ein Fernkämpfer, der überlebt immer zwei Schüsse von den... Wir schaffen es jetzt auch mal, die Wave komplett rein zu pushen. Der überlebt, wie ihr seht, immer zwei Schüsse und der überlebt immer noch einen Schuss. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf der Duo-Lane seid, müsst ihr dann halt am besten, wenn ihr noch nicht so stark seid, müsst dann halt euer Supporter im Idealfall die Minion einmal anhitten, die Fernkämpfer. Also im Idealfall hittet er die Fernkämpfer einmal an, damit ihr dann quasi, dann schießt der Tower einmal drauf und dann macht ihr den letzten Hit. Bei dem könnt ihr easy jetzt abfahren. Der würde dann, den würde ich kriegen. Und jetzt, hier, den könnte ich mir noch nehmen. Und jetzt müsste ich, bräuchte ich Unterstützung und den würde ich dann auch noch kriegen. Und wenn ihr auf der Solo-Lane seid, dann müsst ihr das halt üben. Dann müsst ihr halt dann die Nahkämpfer, die kriegt ihr auch so easy. Und die Fernkämpfer, da müsst ihr das Ganze dann halt üben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo die Caitlyn hin ist. Ist ja auch egal. Das zum Thema Minions Farm. Kommen wir jetzt zum Supporter. Ja, Supporter muss auch farmen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber an Gold ranzukommen ist nicht immer einfacher. Für den Supporter gibt es sogenannte Support-Items. Ich habe hier natürlich meine schöne Liste. Und hier gibt einmal dieses Passive Edge als Support-Item. Das ist für APler. Dann gibt es das, das ist für ADler. Und dann gibt es für Tanks dieses und dieses. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was machen diese Items? Relic Shield und, wie heißt das? Steel Shoulder Guards funktionieren so, indem der Supporter auf diese Weise farmt, indem er auch Minions last hittet. Er hat jetzt so einen Charge. Er kann maximal 3 Minions finishen, die unter irgendwie 30% Leben sind oder 50%, keine Ahnung. Und wenn er das macht, bekommt er Gold. Und der ADC, der mit dabei ist, der kriegt das Gold auch. Bei dem anderen Item, also sowohl bei dem für ADler als auch für APler, also bei dem hier, bekommst du Gold, wenn du jemanden anhittest. Das kann ich vielleicht auch nochmal zeigen. Wenn ich jetzt die Caitlyn anhitte, ihr seht das, ich bekomme jedes Mal... Okay, ich muss jetzt hier raus, sonst killt die mich. Habt ihr gesehen, ich habe jedes Mal 15 Gold bekommen. Allerdings könnt ihr es nicht auf der Solo-Lane spielen, das wäre natürlich zu geil. Aber wenn ihr über irgendwie 20 Minions pro 5 Minuten last hittet, was muss, eigentlich ein Muss ist, nach 5 Minuten, was habe ich dann so? 30, 40. 40 meist. Okay, jetzt sterbe ich. Nevermind. Die ist auch ein Level über mir. Und wie gesagt, die Items, die kann man... Die hat zum Beispiel jetzt auch schon dieses BF, was ich nicht habe. Und ich verkaufe das jetzt mal wieder und gehe jetzt mal wieder auf Recommend. Ihr solltet auch am Anfang nur die empfohlenen Items bauen, weil schaut mal, was es hier so gibt. Es gibt sehr, sehr viele Items. Und deshalb ist es nicht immer sinnvoll, alle Items zu kaufen. Es ist so, die Items rauszusuchen. Warte mal, ich mache das mal groß. Also es gibt hier eine ganze Menge an Items und da solltet ihr vielleicht erstmal wirklich nur die empfohlenen Gegenstände bauen, der Reihe nach. Also das, dann das, das haben wir schon. Die Boots, die können wir uns nicht holen, aber wir können uns noch das holen. Und dann gehen wir halt zurück wieder auf die Lane. Und versucht einfach durch Farm was zu machen. Kleiner Hinweis auch für an euch, wenn ihr jetzt hier gepusht habt
Oder hier war gerade ein Fight, es sind gerade die Leute gestorben und ihr lebt noch. Gut, ihr könnt das natürlich... Oder wenn ihr die Wave hier reingepusht habt. Ey, die tut weh! Ja, auf jeden Fall, wenn ihr gepusht habt, dann könnt ihr einfach hier, wenn die Camps noch da sind, einfach die Camps dann machen. Das bringt euch auch Gold. Wie gesagt, wenn ein Fight vorbei ist, dann seht einfach zu, wo ihr noch was kriegen könnt. So, ich habe gerade Schlechtes gemacht. Als Jungler macht ihr sowieso diese Camps. So farmt ihr eigentlich als Jungler euch hoch. Und natürlich an den Objectives, also an dem Drachen bzw. dem Baron. Aber das ist eh eine Teamaufgabe bzw. Shelly. Das würde jetzt auch zu weit gehen. Auf jeden Fall, das ist erstmal das Wichtigste. Versucht erstmal so an Gold ranzukommen. Und ihr glaubt gar nicht, was euch so ein Goldlied für eine Advantage bringen kann. Die Caitlyn, die hat jetzt genau dieselben Items wie ich. Ich habe mir jetzt auch meine Liste gemacht, was wir. Ich will die aber noch einmal holen. Ist das ihr Ernst? Scheiße. Ich krieg die heute nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe mal, aber das Video war hilfreich, wenn die Käse mich reckt. Eigentlich müsste ich sie easy machen, aber ich krieg's gerade einfach nicht hin. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe mal, es war hilfreich für euch. Mehr gibt's von meiner Seite nicht zu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und genießt die ersten Tage in LoL, denn das war auch für mich jetzt ganz besonders immer. Es wird dann beim nächsten Mal, ich habe mir hier schon die Liste gemacht, jetzt um Vision und Map Control gehen. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt es auch einfach mal in die Kommentare. Ich werde auch Basic Itemization mal besprechen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Tschüss.